Moin Kinders und herzlich willkommen zu Grid Autosport mit dem MacManius. Hi Leute, grüßt euch. Und dem Sachsen Let's Player. Hallöchen. Und wir zocken hier den Alfa Romeo Cup im Spielstil Street, oder? Genau. Ich ja, glaube genau. Street, ich muss noch mal ganz kurz gucken, ist mein Lenkrad aktiviert? Jawohl, das Lenkrad ist aktiv. Schwierigkeiten wurde mir gesagt, ich soll ABS aus und Traktionskontrolle ausmachen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ach komm, scheißegal, ich mach's aus. Einmal probiere ich es auf jeden Fall. Ich mach's mal auf. Die Zuschauer haben mir ganz viele Kommentare geschrieben, immer, mach das aus, probier das mal und so weiter. Und deswegen mache ich das jetzt für euch. Ich probiere das. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. So. Ich weiß, ist der Alfa Romeo nicht ein hecklastiges Auto gewesen oder ist es ein Allrad? Oder Front? Heck. Heck. Heck, ne? Oh, da bist du aber dein Spaß haben in den Kurven jetzt. Oh. Oh, da hast du dein Verfehler. Ja, danke, Randy. Ja, ich danke dir. Du bist mir reingefahren. Ja, ja, du bist mir reingefahren. Ach so, ich bin dir hinten reingefahren. Okay, schauen wir mal. Ah, der Sound ist wieder ein bisschen zu laut bei mir. Den habe ich vergessen, gerade runterzunehmen. Das ist kein Problem. Mache ich dann im nächsten Rennen. Ja, ist bei mir genauso. Das ist leider das Problem. Aber das beim letzten Mal alleine spielen, ein bisschen lauter gemacht. Oh nein! Oh nein! Oh, da zieh mal Mr. HP vorbei! Nehmen die jetzt auch noch einen? Ja, ich sehe. Da muss ich innen nehmen, die Kurve! Oder auch nicht. Aber. Oh, ich finde das schön, wie ihr euch surround anhört. Oh, das war eine scheiß Idee. Wieso? Mit diesen ABS und so weiter. Sagst du, wie kommst du auf Surround? Was? Wie kommst du denn jetzt auf Surround? Hab's immer noch nicht verstanden. Mit Surround, Surround, wie kommst du auf Surround? Ja. Da kann man den wirklich G35 hinten einstellen von normal 7.1. Hast du wohl gemacht? Ja. Du hörst dich jetzt halt an, als wärst du hin noch. Mal hab ich auch gerade gemacht. Ist ja mal jetzt gerade gekonnt an mir vorbeigeschlittert, wa? Und warst du überhaupt? Nee, ich bin letzter. Nee, ich bin vorvorletzter. Ja, jetzt ist er. Jetzt bin ich Platz 8. Meiner Karre geht's um mich. Keine gute Idee, alles nicht so gut. Was ist mit den ABS? Mit den ABS und den Traktionskontrolle vor allem. Ja. Na gut, aber ich muss mich erst mal einfahren. Ich bin jetzt auch 2 Wochen nicht gefahren. Ah, ja, stimmt. Warst du in der GC, ne? Ja, Gamescom. Warte mal, da kann ich hier auch mal ganz kurz den Sound ein bisschen leiser machen. So. Nicht meine beste Fahrleistung heute. Die Karre sieht aus wie von einem Elefanten. Was ist das für ein Scheiß hier heute? Was ist da los? Oh Mann, ach scheiß drauf, ja, lang muss man. Boah. Mach mal ein bisschen Action für die Zuschauer hier, yeah, die freuen sich. Paar Wheelies, das ist paar Wheelies, paar Burnouts, meine ich. Paar Donuts. Also, ich versuche mich gerade, trotz dass meine Karte schon so dermaßen demoliert ist, noch Spitzenfeld anzuarbeiten. Ich bin jetzt schon auf Platz 6. Oh, nice. Platz 5 ist nicht mehr weit und meine Karre zieht immer noch schön nach links. Juhu. So macht das Fahren noch Spaß. Und jetzt geht mein Scheibenwischer. Okay, na gut. So, Runde 2. Was? Ja, ja. Das ist aber auch eine lange Strecke hier. Okay, Platz 5, habe ich klar gemacht. Oh, nice. Platz 4 ist auch nicht mehr weit. Geht's bergab. Mit einer Karre, die nach links zieht, wird das echt eklig. So. Oh, Karre fallen mir jetzt nicht auseinander. Bitte nicht. Oh. Oh, da wir seinen Platz 5 wieder haben. Kriegst du aber nicht. So, hier einmal nach oben. Stoßdämpfer sind kaputt. Das ist an der Karre nicht kaputt. Ich schäme mich, Zuschauer. Ich schäme mich.
Ich mich nicht. Oh, das Auto zieht gut nach links. Ach, bei dir auch schon? Naja. Oh, immer mehr Leute geben das Rennen auf hier. Das ist gut. Ja, zwei Fahrer haben, glaube ich, schon aufgegeben. Boah, ich will den vierten Platz. Ah, ich glaube, ich habe vergessen, die Kamera zu spiegeln. Oh, dann sind die Zuschauer wieder alle verwirrt bei dir. Naja. Machst nur du Facecam oder machst du Sachs auch Facecam? Heute mal nicht. Hast die Haare nicht gemacht? Die drei. Die drei Haare. Oh, der vierte Platz. Er macht nur Fehler. Jetzt von links komme ich und... Der HP ist Vierter. Oh, nice. Mit einer kaputten Karre. Das war keine grandiose Leistung. Ich war viel besser für die Leute, die jetzt das einschalten. Ja, im zweiten Rennen dann, okay? Er war Alfa Romeo. Ist halt auch nur eine Hurenkarre ist das. Entschuldigung für das böse Schimpfwort, aber es ist einfach so. Ich habe mir übrigens den Audi A8 LMS gekauft, meine lieben Zuschauer. Das heißt, wenn wir mal in den Genuss kommen, Street, glaube ich, war das zu fahren, dann können wir den Audi A8 nehmen und können den mal hochleveln. R8? Ja. Warum? Nein, ich habe nur Fehler gemacht. Ich bin Sechster. Oh, das ist nicht gut. Ja, der scheiß Berg nach unten. Wenn die Karre nach links zieht und du den Berg da runterfährst, der eine, wo du doch die ganze Zeit springst. Ja, ja. Ey, das ist die Karre ist mir einfach nur noch davon geflogen. Richtig schon. Ich bin raus. Oh, nicht so gut. McManus hat sein Fahrzeug zerstört. Ach, scheiß doch die Wand an. Den können wir zugucken hier. Mr. HP können wir zugucken. Oh, oh, oh. Na, krieg ich noch den fünften? Das wäre natürlich super. Macht er nochmal einen Fehler? Das wäre toll. Ja, 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 komm, mach noch mehr Fehler. Ja. Oh. Oh, enge Geschichte. Ja, fünfter auf jeden Fall schon mal. Ah, oh, fast vierter sogar. Na. Schade. Wo stehen wir eben? So, was macht der Sachse? Ach, das wollten wir doch gar nicht. Sachse voll konzentriert. Wie sieht die Karte aus? Ja, immer noch im bei dir fehlen alle Türen. Leicht demoliert, Randys Auto. Ja, ein Radkasten hat er sich größer gemacht. Mehr Platz für dickere. Oh, Randy, das war vielleicht nicht so. Ja, aber den letzten Platz verliert er nicht. Nee. Ist er letzten, vorletzter war dann. Nee, nee. Ach, stimmt. Ach doch, ja, Platz vorletzter. 8. Tatsache. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das war mickrig, die Leistung. Sehr, sehr mickrig. Mhm. Naja, immerhin noch ein Plus von 8.000, unglaublich. Ich habe 14.000 gekriegt. Nice. Mhm. So. Dum, 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 dum. So, schau mal, was wir als nächstes fahren. Ich hoffe nicht nochmal Alpha. Ich gehe rechts. Bitte Audi, bitte Audi, bitte Audi. Dann könnte ich meinen schönen Audi der Leute. Also das ist der Audi, den die Leute, die mir jetzt gerade zugucken, den man da jetzt sehen kann, das ist der, den ich mir gekauft habe. Den habe ich mir schön hergestellt. Touring, okay, Fahrzeug wählen. Ja, natürlich. Und hier darfst du kein. Oh, dann wähle ich doch ganz klar. Puh. Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich werde auch mal den Ford wahrscheinlich nehmen. Oder? Der BMW hat natürlich die beste Beschleunigung. Ist aber, ja, schwierig jetzt. Ja, ich probiere es mit dem Ford. Ja. Und dann noch Razer Motorsport. Nee, nee, der Ford ist gut. Das klicke ich sagen. Ja, ja, ich weiß. So, jetzt musst du erstmal das ABS in die Traktionskontrolle wieder anschalten. Ja, solltest du.
Ich muss, glaube ich, mal so ein bisschen privat üben. Aber ich, wenn die Zeit nicht wäre. Ja, Leute, entschuldigt erstmal, ich sehe gerade, die Kamera ist auf jeden Fall nicht spiegelverkehrt. Das heißt, ich lenke wieder in eine Richtung, in die ich gar nicht fahre. Und naja, egal. Ich werde es dann im nächsten Part umstellen. Wayne. Jo. So, ist halt immer schöner anzuschauen, wenn man wenigstens in die richtige Richtung lenkt. Ja. Und jetzt nicht vergessen, ne? Sound einstellen. Habe ich schon. Ach, hast du schon? Dann muss ich das jetzt machen. So. Ford Focus ST Touring Car. Der hat halt saugute Bremsen, das ist das Geile. Das heißt, du kannst voll spät bremsen. Echt? Mit dem Teil. Ja, ja. Der hat die besten Bremsen gehabt. Gut zu wissen. So, okay, komm, jetzt lass mich erstmal hier umstellen. Wo sind die Optionen? Optionen da. Ganz hinten. Sound, Audio, Effekte. Ach, kann man nicht mehr leiser stellen? Das ist schon. Ach Mist, ich müsste jetzt aufs Windows zurückspringen. Na gut, dann wird es erst in der nächsten Folge so werden, dass es leiser wird. Ah, oh, die Strecke hat es in sich. Oh, der ist ich jetzt anstatt. Ja, 4% weniger kriege ich dann für den Schwierigkeitsgrad. Das passt ja. Okay, wir sind 12 Leute. Schau mal, ein Deutscher ist noch dabei. Mhm. Oh, der klingt aber. Bei. Oh, der blubbert. Ja. Ja, der blubbert. Und ein Helikopter. Ein Heli-Hubschrapp. Oh, ich hab den Start verpennt. Das ist schlecht. Natürlich, der BMW zieht davon. Natürlich, bessere Beschleunigung. Oh, der hat. Oh, da crasht einer. In der Kurve ist da vorne natürlich super. Ja, auf jeden Fall. Der klingt auch so nice. Ah, der erste, der das Rennen auch gibt. Komm, Randy, ich bin neben dir. Ja, das ist halt. Ah, naja. Jetzt grüne. Oh. Das von Schwalu. Oh Mann, ey. Oh, da liegt ein Teil, Randy, du hast irgendwas verloren. Ja. Ich höre nur den Turbo V. Ja, da haben wir ihn rausgestupst. Was passiert im Rennsport? Oh, Randy, was ist denn da los? Wiese oder was? Jo, die Wiese sah gerade so schön aus. Ah ja, wolltest du mal Rasen mähen? War noch ein Grasstoppel. Genau. Oh! Das hab ich aufgepasst, ja. Das hab ich noch mitgeguckt. Wenn schon inne, dann inne. Nicht ja, ja. Nach Hause. Na klar, muss dein Kurvenradius nutzen. Boah, ich bin aber an. Jetzt bin ich aber auf der Liste. Nicht vorbeigelassen. Oh! Ja, da war ihr zu schnell, Jungs. Nee, Linie überfahren auf der Geraden. Okay. Ah, echt kurzes Rennen. Schwierig. Ja, 9 Kilometer, also. Schwierig hier Plätze gut zu machen. Ja, das ist wirklich schwer. Bremsen wir mal extra ab, das machen wir mit Kane jetzt ein Schritt. Ja, ja. Karre V, das ist eigentlich mal. Ja, ja. Au! Ja, natürlich! Vorsicht, ich bin links. Die Boller. Oh. Ja, Rasen! Gibt's da nicht, ey. Komm ich immer noch ran? Das kann doch nicht sein. Ja, wenn, dann kommst du nur noch an mich ran. Weil ich bin auf Platz 8. Okay. Ja, also es ist wirklich ein schwieriges Rennen. Ja, sehr, sehr schwer.
Hätte wäre vielleicht doch die längere Strecke besser gewesen. Weiß ich nicht. Tja Leute, mehr war nicht drin, 9. Ja, das war... Am Anfang der Crash, am Anfang war ein dicker Crash auf der Start-Zielgeraden. Das war das Problem. Passt das mit der Partlänge jetzt überhaupt? Ja, ja, bestimmt. 15:23. Oh, ist so nice. Dann bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und tschüss. Tschüss.